Wir haben eine Einmeldung für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Inflation in Deutschland ist auch zu Jahresbeginn hoch geblieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um durchschnittlich 8,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt soeben mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerungsrate noch 8,6% betragen. Doch kann diese Zahl wegen einer Umstellung der Statistik noch nachträglich verändert werden? Details dazu will das Bundesamt am 22. Februar nennen.